وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم sagt, es gibt an يوم الجمعة, am Tag von الجمعة, am Freitag, eine Stunde. Wenn sie einen Muslim trifft, wenn sie einen Muslim trifft, egal was er fragt, ein Gutes, illa a'tahu Allahu iyyah. So wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das geben. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist eine kurze Zeit, yani. Keine lange Zeit. Und die meisten Gelehrten, oder die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass diese Zeit nach Asr kurz vor Maghrib ist. Yawm al-Jumu'ah. Nach Asr kurz vor Maghrib. Aber man sollte diese Zeit, es gibt auch Meinungen, wo sagen, ja, in der Zeit vor Jumu'ah und so weiter und so fort. Man sollte aber als Gläubiger versuchen, sich an so einem Tag, vor allem wenn es um was Großes geht, dass Allah den Dua erhöht, sollte man versuchen, wenn es geht, den ganzen Tag sich damit mit Dua zu beschäftigen, damit die Wahrscheinlichkeit größer da ist, diese Stunde zu erwischen. Weil es geht, wenn ich dir jetzt sage, hör mal zu, guck mal, 10 Stunden, in diesen 10 Stunden mache ich 15 Minuten, da haue ich 100.000 Euro raus. Beispiel. 10 Stunden oder 24 Stunden. Oder sag sogar ein Jahr. Wenn ich das weiß, du bleibst das ganze Jahr da stehen. Ja? Deswegen, die Sahaba, liebe Geschwister, wenn sie solche Sachen gehört haben, khalas, das war ihr Ziel. Die haben alles andere außen vor gelassen. Außen vor gelassen. Weil khalas, Achi, wenn du diese Stunde triffst, du bittest Allah um Vergebung und um Jannah, und Allah nimmt das an, khalas. Du hast erreicht. Und deswegen, du hast jede Woche Zeit, du hast jede Woche diese Chance. Du hast jede Woche diese Chance. Du hast Probleme, du willst heiraten, du willst das, du willst jenes, du willst Arbeit, du willst Allahu a'lam, du willst ein schönes Auto, du willst Hidayah, du willst Maghfira, du hast so viel zu fragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt es dir sogar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah spricht zu euch, ud'uni. Wenn wir kein Dua machen, Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah subhanahu wa ta'ala kann uns umtauschen. Allah freut es, wenn seine Diener Dua machen. Wenn seine Diener ihn fragen. Und guck mal, subhanallah, der Beispiel, guck mal, die Menschen, wenn du die viel fragst, guck mal, ich kann zum Beispiel den Bruder fragen einmal, kannst du mir Auto ausleihen? Der gibt mir. Dann komme ich nächste Woche wieder, der gibt mir. Komm, ich dritte Mal, sei ja, übertreibst. Sei oder la? Wenn du viel machst, ich sage, okay, ist ja gut. Dann fängt er an, eine Ausrede zu suchen, damit er mich los will. Bei Allah ist anders. Bei Allah, je mehr du fragst, desto mehr liebt er dich. Je mehr du fragst, desto mehr freut er sich, subhanallah. Guck mal, subhanallah, Unterschied. Allah, deswegen ist er auch Allah. Subhanallah. Der König der Könige, subhanallah. Und wenn du ihn fragst, egal was du ihn fragst, frag ihn, khayri dunya wal akhirah. Sag nicht, das ist zu viel. Sag nicht, das ist zu klein. Sag nicht, das ist zu groß. Frag ihn, subhanahu wa ta'ala. Er ist dein Herr, er ist dein Gott. Schäm dich nicht. Frag Allah, subhanahu wa ta'ala. Bitte ihn, subhanahu wa ta'ala. Er freut sich. Und egal, was du ihn fragst, Allah, selbst wenn du ihn die ganze Welt fragen würdest, er wird sie dir geben, Allah wird sie dir geben, es wird nichts an seinem Reichtum und an seinem Besitz weniger machen. Nichts. Nichts, nichts. Wenn er die gesamte Menschheit alles geben würde, es würde nichts weniger machen. Wie was? Ein Beispiel. Wenn du eine Nadel nimmst und in Meer reintust, im Wasser vom Meer, und wieder rausbringst, ist dann Wasser weniger geworden? Ist was weniger geworden? Nicht wirklich, oder? So ist es bei Allah. Sein Mulk, sein Besitz, sein Reichtum ist unendlich, subhanahu wa ta'ala. Deswegen frag al-Karim.
Frag den Großzügigen, Subhana. Frag Al-Ghani, Subhana. Den Reichen, Subhana wa Ta'ala. Frag Allah. Wenn dein Herz ist bei Allah, Subhana wa Ta'ala, glaub mir, Wallahi, wenn dein Herz gefüllt ist mit Allah, Subhana wa Ta'ala, dann hast du, wie soll ich das nennen? Dann hast du eine Ruhe, die unbeschreiblich ist. Dann hast du auch keine Angst vor nichts, weil du dir sicher bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir alles gibt.